Ich weiß, ich nehme immer die Sportkarren, aber eigentlich wäre ich eher so ein Fan von sowas, wie so ein Escalade oder so, keine Ahnung. Ist ja gut. Apropos. Ich glaube, das ging so, oder? Jetzt die Frage, war das Punkrock oder Rock? Fatal Illusion? Megadeth? Nein, das war es nicht. Aber unter Punk? Fällt das unter Punk? Das war doch... Konnte ich aber auch hören lassen. Moment. Moment. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber hier in einer der letzten Folgen war ja so ein mega geiles Metal-Lied da bei dem einen Hacker. Und ich habe mal nachgeguckt, das war, ach Gott, wie hieß denn das? Never bla bla bla, aber anscheinend habe ich das nicht bekommen. So, hier gibt es 1000 Neuigkeiten. Ich glaube, das liegt aber auch daran, hier FBI-Code runterladen und so. Das liegt aber auch daran, dass die Online-Aufgaben sich täglich unterscheiden. Das ist, glaube ich, einfach das. So, Forschungspunkte. Wie viel habe ich? 4. Ja, komm mal, ich brauche nicht mehr viele Follower bis zum nächsten 6er, dann mache ich das danach. So, erstmal schön gemütlich in der fetten Karre hier rumcruisen. So eine Scheiße. Immer noch die eine der schwersten Aufgaben, meiner Meinung nach, in einem Spiel adäquat Autofahren. Deswegen machen wir doch meistens den Open-World-Style, einfach alles beiseite quetschen. Oh. Also tiefer gelegt in allen Ehren, aber der Wagen da rechts, der war ziemlich tief. In der Grafik und so weiter. Hier gibt's noch Geld. Wow, Alter. Da will man mal vorbeiziehen, dann sowas. Lass mich raten, auf dem Dach. Ihr wollt mich doch verarschen hier. Ja. Na, nein. Der wird gerade geparkt, so. Pimp my ride. Yeah. Der neue Wagen. So, ich mach mal einen Screenshot und keinen Dingens. Weil, seht mal her. Ich weiß gar nicht, wo war das? Ich glaube, hier? Da. Ich bin da neulich mal so durchgegangen, was ich so alles mittlerweile fotografiert habe. Oder wie viele Selfies ich gemacht habe, ne? Mit 1000 Sachen, voll übertrieben einfach. So, hier gibt's noch Geld. Lass mich raten, ist das alles auf dem Dach? Oder ums Dach drumherum? Natürlich. Hey. Was haben die Entwickler sich denn gedacht? Ey, komm, wir packen alles Menschenmögliche auf ein Dach. Mhm. Und lass mich raten, das ist eine Konsole, die ich wieder... Oh. Ich wollte gerade sagen, die ich wieder freischalten muss. Okay. Da ist wieder was Neues zum Hacken. Nee, ich fahre direkt nochmal weiter, aber ich fand den Weg jetzt kürzer. Ich weiß nicht, diese Drohnenfahrten finde ich immer geil. Ja, jetzt brauche ich nämlich den Zugang. Naja gut, muss hier nur um die Ecke. Ich könnte natürlich auch mit dem Crawler hin, aber wenn ich sowieso hin muss. Street Flex Closing. Fremdzugriff entdeckt. Okay, ich bin im Farmington zur Überwachungssystem. Rethinking your health. In ihr Netzwerk. Nice. Aber sonst ist hier echt nicht viel los, ne? Eine Erinnerung an Manager, die das CTOS Analytics System testen. Persönliche Ansichten sollten in Beschäftigungspraktiken keine Rollen spielen. Zum Beispiel wurde DeckSec als Alarmsignal markiert. Erwarten Sie Ende der Woche eine rechtliche... irgendwas.
Konsequenz. Den hätte ich ganz gerne wieder. Yeah, Jacuzzi. Das nächste Mal gibt's 8 Punkte, wie schön. Offenbar testet Farmingtons jetzt auch Blooms Produkt. Erzähl. Die scannen mit Bloom-Algorithmen Daten und markieren Risikomitarbeiter. Und wer steht auf Platz 1 der Suchwortliste? Oh, das ist so süß! Gute Arbeit, Jungs. Die feuern also Leute, die uns unterstützen? Wir sollten sie verteidigen. Nicht nur unsere Supporter. Jeden, der nur das geringste Interesse zeigt. Ich schau mal in ihr Hauptbüro. Mal sehen, ob ich den Gefeuerten eine Abfindung organisieren kann. Nein. Ach, hör auf. Ach, da ist die Kransteuerung. Es ist auch so praktisch, ne? Überall stehen diese Wagen rum. Man kann die immer nutzen, wenn man will. Apropos, ich sehe gerade. Ist schon wieder über eine halbe Stunde her. Wie spät haben wir es denn? Ach, geht. Hup. Oh, ein Fahnenmast ist umgefallen. Das muss ich festhalten. Alter, ernsthaft? Ich lasse das einfach mal so und hoffe, dass er weit genug springt. Tut er aber. So. Tasche her, Feuerwehr. So. Gibt's hier oben noch was Interessantes? Da hinten hatte ich noch irgendwas zum Hacken gesehen, glaube ich, ne? Ach, da oben. Operationsinfos. Nee, so rum. Aber wenn ich hier schon mal stehe. So, jetzt schnappe ich mir ein schönes Auto und fahre zum nächsten Punkt. Er war aber ganz schön scharf gebremst, mein Freund. Okay, muss ich die freische. Sind die alle zu doof zum Fahren, ey? Achso, der hat nur zwei Dinger anscheinend. Hacking Computer. Aber zuallererst tue ich das, was ich am nicht liebsten tue. Punkte verteilen. So, was gab's denn hier? Erstmal wieder, ich glaube Fernsteuerung war eins meiner Lieblingsdinger, ne? Abklingzeit des Jump-On des Quadrocopters, dass die UV- und Elektroschockgeräte abwerfen. Das wäre praktisch, da brauche ich aber noch das Ferry-Building-Ding. Da brauche ich die Alcatraz-Dinger. Aber Sprunghöhe ist schon mal praktisch. Ich glaube, das nehme ich mit. Wie viel kostet das? Ich sehe es gerade nicht. 6 von 10. Ja. Ist gekauft. Wenn ich ihn mal nutze, ist es praktisch. So. Das war der Boost, glaube ich. Könnte ich eigentlich auch mal nehmen. Hier gab es eine bessere Waffe. Scharfes Auge, aber die brauche ich erstmal, die Punkte. Ja, Botnet ist natürlich immer praktisch. Selbstgebasteltes, verbesserte Explosion, Sprengsatzoptimierung. 5 gleichzeitig mitführen. Sprengsatz und Elektrogeräte. Das wäre natürlich praktisch. Aber die Elektrogeräte habe ich noch nie genutzt, das ist das Problem. Was gab's hier? Verkehrskontrollen-Exploit, dass die da irgendwie voll die Probleme schieben. Ein massiver Systemabsturz. Systemabsturz-Upgrade, Systemabschaltung. Das wäre auch praktisch. Was gab's hier? Ablenkung aus der Nähe. Das wäre praktisch, aber da brauche ich mehr Punkte für. Ich glaube, ich schalte auch mal den mal eben frei. Den Roboter Explorer. Ich wollte Roboter sagen. Aber nee. Boah, das ging ja schnell. Mein Gott. Was ist denn los hier? Irgendwas stimmt nicht mit dem Fuchs. Mit eurem Fuchs so. Moment. Wie war das? Dinge, die Gamer tun? Den eigenen Wagen für einen besseren stehen lassen?
Jeha. Farmingtons. Oh, Chef ist wieder da. Mach mal Platz, Kinders. Mein Gott, dass hier alles so vollgestellt ist. Pferdesportfan. Okay. Das ist irgendwie leichter als gedacht. Das irritiert mich. Spiel nutzt verwirren. Es ist super effektiv. So. Okay. Ziehen wir uns das mal rein. Mal sehen, was es hier gibt. Was soll ich machen? Das sieht doch schon eher nach Großbüroräumen aus. Ich habe jetzt einen Einblick in Farmingtons Hauptbüro. Ich hacke mich in ihr System und bringe mal Geld unter die Leute. Sowas hört man doch gerne. Wie gemein. Angefügt sind die gewünschten Suchergebnisse unter den Angestellten mit den spezifischen Schlüsselwörtern DedSec, Primate, keine Lügen mehr, New Dawn. Bei Fragen bezüglich der Art und Weise der Datenerhebung kontaktieren Sie Ihren Blumenansprechpartner. Okay. Ob das jetzt so hilfreich war? Das wird ein tolles Wochenende für Ex-Farmingtons Angestellte. Ich habe jedem 10 Riesen geschickt. Finden die Buchhalter den Fehler nicht? Doch, bestimmt. Aber ich habe es von einem illegalen Konto gebucht, also werden sie es nicht an die große Glocke hängen. So macht man das, Leute. Shit, Marcus. Hängt die Latte für uns andere nicht so hoch? Sicherheitsexperten. Zombie-Virus zwar noch vereitelt auftritt, er aber offenbar von einem anderen Virus, dem Zombie-Killer, von den infizierten Geräten gelöscht wird. Lol.